1. Februar bis 28. Februar 2018. Das zweite Winterprogramm des Zirkus Kronen steht an unter dem Oberbegriff Hommage. Warum denn Hommage? Weil wir möchten natürlich unsere Chefin nochmal mit diesem Programm ehren und haben uns dann gedacht, wir setzen eine Hommage an sie. Das zeigt ja auch ein bisschen das Plakat da oben. Ja, auf jeden Fall. Und ich für meine Seite habe jetzt gesagt, ich möchte ihr dieses Riverdance als Hommage geben, weil ich weiß, dass sie sehr viel Spaß hatte, das über 6 Jahre auf Tour zu zeigen. Riverdance, das sind tanzende Pferde und Menschen, ne? Ja, zur irischen Musik. Sehr temperamentvoll. Was gibt's denn noch in der zweiten Spielzeit? Natürlich noch andere tierische Kollegen und wir haben ein Paar aus China, was akrobatisch und Spitzentanzleistungen bringt. Bola, Bola. Und wir haben argentinische Folklore, das nennt sich Bola Bola. Da geht es dann richtig temperamentvoll zu. Luftakrobatik mit der Space Rocket da. Genau. Und natürlich die größte Nummer der Welt, Löwen- und Tigernummer. Und der alle geboren hier im Cirque Krona und der ist auch bei Frau Sembach gespielt da mit uns. Und ja, ich bin sehr froh hier in München mit der mein ganzer Löwen und Tiger hier in der Vorstellung. Wir haben ja auch einen extra Vormittag mit dir am 11. Februar. Ja, wir haben, das ist ein Probe, wo das Publikum kann fragen mich, wie geht das, wie machst du das? Und ich einfach spreche ganz locker mit dem Publikum. Es dauert ungefähr 1,5 Stunden. Immer gibt es viele Fragen, wie machen sie das einfach? Und ich zeige dann, wie es geht. Und wir auch probieren etwas Neues. Und manchmal klappt, manchmal nicht, aber ist sehr interessant, weil es ist ungefähr dasselbe als jedes Tier. Egal, ob das ein Hund oder ein Löwe, viel, viel Zeit, Geduld und Belohnung. Und das ist wirklich so, dass ich habe diese Connection mit dem Publikum, alle das haben Tiere. Fasching wird auch durchgespielt. Normal habt ihr ja montags zu, aber diesmal ist der Rosenmontag natürlich. Ja, in der Ferienzeit haben wir natürlich auch Fasching, jeden Tag 2 Vorstellungen und ja. Dann freuen wir uns schon mal drauf. Also,